Geschätzte Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, ich kann ganz kurz auf mein Votum in der Eintretensdebatte verweisen und kurz zusammenfassen. Der Kantonsrat hat für den Bereich der Energieförderungsmaßnahmen eine Anschubfinanzierung bewilligt und Kredite von 4 und dann nochmal 2 Millionen gesprochen. Die Staatswirtschaftskommission ist der Meinung, dass damit eigentlich genug angeschoben wird, ist aber auch der Meinung, dass wir die Rechtssicherheit in diesem Bereich aufrechterhalten wollen. Die Staatswirtschaftskommission beantragt Ihnen daher, den Kredit auf 3 Millionen festzusetzen und bis spätestens Ende 2012 zu befristen. Wir wollen nicht, dass dieser Bereich zu einem Mitnahmeeffekt einer Leistung des Kantons führt und damit eigentlich zu einer Dauersubvention in diesem Bereich. Wir sind klar der Meinung, die Anschubfinanzierung reicht aus. Das Bewusstsein in der Bevölkerung ist vorhanden. Es wird wohl so sein, dass auch in Zukunft dieser Bereich von den Liegenschaftseigentümern genügend abgedeckt wird. Die Staatswirtschaftskommission beantragt Ihnen, wie in der Synopse erwähnt, dem Paragraphen 2 in der Form der Staatswirtschaftskommission zuzustimmen. Ich gebe dem Kommissionspräsidenten, Kantonsrat Moritz Schmid, das Wort. Geschätzte Frau Kantonsratspräsidentin, geschätzte Damen und Herren, der KRB Energiebeiträge 2 ist wegen der hohen Nachfrage für die Förderbeiträge zustande gekommen. Das Programm ist ein Anschluss an den KRB Energiebeiträge 1. Die Kommission hat zwar den Antrag der Stabiko nicht mehr besprochen, hat aber an ihrer Kommissionssitzung die 10 Millionen Franken klar, aber nicht einstimmig gut geheißen. Ich beantrage Ihnen, sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen, den Antrag der Kommission und der Regierung zu unterstützen. Danke. Vielen Dank. Gibt es Voten aus den Fraktionen? Zuerst einen Moment. Wenn es nicht so, dann gebe die Kantonsrätin Hanni Schreiber das Wort. Sehr geehrte Frau Kantonspräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren der Regierung, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Zur Detailberatung für den Antrag von diesen 3 Millionen. Die Alternative Grüne Fraktion unterstützt die Regierung, welche einen Rahmenkredit von 10 Millionen Franken für Maßnahmen zur Verminderung des Energiebedarfs bei bestehenden Gebäuden vorsieht. Damit leistet der Kanton einen sehr wichtigen Beitrag zum Energiesparen und hilft, den Atomausstieg vorzubereiten. Ebenfalls unterstützt er mit dieser Maßnahme die landesweit geforderte Reduktion der CO2-Emissionen. Und dies finde ich noch fast wichtiger, dass wir dies einhalten können. Mit einem Kantonsbeitrag schaffen wir weiterhin wichtige Anreize für Gebäudebesitzende, damit sie möglichst bald ihr Haus renovieren und dämmen lassen. Ich wiederhole mich gerne im Namen der AGF, dass diese nachhaltige Maßnahme für das Zubergewerbe eine wichtige Konjunkturförderung ist. Eine Kreditkürzung oder zeitliche Begrenzung würden Umwelt wie Gewerbe auf jeden Fall schwer treffen. Danke. Liebe Kantonsrat, wer hat dieses Wort? Sehr geschätzte Kantonsratspräsidentin, sehr geschätzte Regierungsrätin und Regierungsräte, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Diese 10 Millionen kommen nicht nur den Energiesparern zugute, sondern sie geben unserem Gewerbe einen zusätzlichen Anstoß im richtigen Zeitpunkt. Die Auftragsvolumen gehen zurück, auf vielen anderen Branchen wird Personal abgebaut. Ich glaube fest, dass dieses Programm eine antizyklische Wirkung hat. Dieses Förderprogramm kommt für die Baubranche gerade im richtigen Moment. Aus zwei Gründen bin ich überzeugt, dass diese 10 Millionen auch länger halten werden. Erstens, es werden nur noch ein Fünftel anstelle von einem Drittel der energetischen Maßnahmen beim Gebäudeprogramm bezahlt
und von diesem Fünftel zahlt der Bund ca. die Hälfte. Das ergibt einen massiv kleineren Beitrag pro Gebäude vom Kanton Zug. Zweitens, wenn im Kanton Zug darauf geachtet wird, dass Wärmepumpen nur noch dort unterstützt werden, wo die Gebäudehülle den SIA-Normen entspricht, kann sinnvoll Energie- und Fördergelder eingespart werden. Dem Abrechnungsmodus für Gebäudeprogramme würde ich an das Bundesprogramm anbinden, damit auch da die Möglichkeit, viel Geld für effektives Energiesparen genutzt werden kann. Bei der Sanierung von Gebäuden geht eine lange Vorbereitungszeit voraus. Viele Bauherren rechnen zurzeit mit einem Beitrag. Ohne diese 10 Millionen würde der Kanton als nicht verlässlicher Partner dastehen. Dieses Energieprogramm gibt sehr vielen Leuten im Kanton Zug den Anreiz, Energie zu sparen. Da können wir mit Blick auf die Energiewende wirklich etwas verbessern. Beim Gebäudeprogramm geht der Beitrag an solche Leute, die das Geld brauchen, um ihre Objekte total zu sanieren und zu isolieren. Die Leute mit einem großen Budget brechen die Gebäude ab und realisieren einen meist komfortablen Neubau ohne viele Kompromisse. Solche sanierte Häuser geben auch für den Mittelstand Platz zum Wohnen mit Mietzinsen, die noch bezahlbar sind. Diese 10 Millionen lösen nicht nur ein Investitionsvolumen von 5-fachen, also 50 Millionen aus. Nein, besonders beim Gebäudeprogramm wird das 10- bis 20-fache des Beitrags ausgelöst. Ich hoffe schwer, dass auch die gewerbe- und wirtschaftsfreundlichen Kolleginnen und Kollegen den 10 Millionen Beitrag unterstützen. Energiesparen und Wirtschaftsförderung zum richtigen Zeitpunkt war noch nie so einfach. Vielen Dank. Ich gebe Kantonsrat Thomas Lötscher das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, einen kurzen Moment habe ich mir jetzt überlegt, vielleicht auch noch ein Konjunkturprogramm für die Autoindustrie oder für andere Wirtschaftsbereiche zu lancieren. Ich verzichte darauf. Bereits beim Eintreten habe ich diese Anschubfinanzierung mit dem Anschieben eines Autos verglichen. Niemandem würde einfallen, das Auto nach Anspringen des Motors mit dem laufenden Motor noch 50 oder 100 Meter weiter zu schieben. Genau das beantragen aber Regierung und Kommission. Obwohl das Bewusstsein für den haushälterischen Umgang mit den Ressourcen geweckt ist und jeder Hauseigentümer weiß, dass er mit einer Sanierung über die Zeit bares Geld spart, soll diese Erkenntnis noch vergoldet werden. Und dies aus Steuergeldern, die auch von jenen bezahlt werden, die kein Haus haben und kein Geld abholen können. Solche Subventionen sind grundsätzlich heikel. Umso wichtiger ist, dass sie effizient eingesetzt werden und nur so lange wie wirklich nötig. Die FDP schließt sich deshalb der Stavico-Meinung an und meint, dass Sanierungsprojekte, die aufgrund der Ausschreibung geplant wurden, noch die Gelegenheit erhalten sollen, Subventionen zu beantragen. Aber es sollte auch klar kommuniziert werden, dass das Programm beendet wird und Projekte, die komplett neu aufgegleist werden, nicht mehr subventioniert werden. Dazu reichen 3 Millionen Franken befristet bis Ende 2012 aus. Wir unterstützen deshalb vollumfänglich die Anträge der Stavico. Vielen Dank. Ich gebe dem Baudirektor das Wort. Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen des Kantonsrates, lassen Sie mich auch noch einmal 2, 3 allgemeine Punkte erwähnen. Wir haben ja 2 große Probleme, die nun wirklich gelöst werden müssen, die uns in den nächsten Jahren begleiten. Das eine ist das Energieproblem und das andere ist damit gekoppelt das CO2-Problem. Und bei diesen beiden Problemfeldern, da haben wir erschwerende Faktoren. Dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Wir haben nämlich einerseits Zielkonflikte. Also wenn man von der Kernenergie weg will,
dann muss man wahrscheinlich zu Gaskraftwerken überführen und das führt zu CO2-Problematik. Und wir haben, das ist der zweite erschwerende Faktor, Zeitdruck. Wir haben Zeitdruck, auch was die CO2-Problematik anbelangt und auch die Energieproblematik anbelangt, Absenkungspfad und so weiter und so weiter und so fort. Kurz zusammengefasst, die Zeit aus meiner Sicht von Absichtserklärungen und alles sei im Bewusstsein der Gesellschaft, die ist meines Erachtens noch nicht vorbei. Wir müssen den Tatbeweis erbringen und da gibt es für diesen Tatbeweis zwei Erfolgsfaktoren. Einerseits, und ich komme dann darauf zurück, Anreize schaffen und nicht einfach irgendwelche obrigkeitlichen Zwang oder sich obrigkeitlichen Zwang aussetzen und den Hebel dort ansetzen, meine Damen und Herren, wo eben die Wirkung wirklich vorhanden sind. Und diese beiden Erfolgsfaktoren, die finden wir eigentlich geradezu ideal, typisch bei der energetischen Gebäudesanierung, die ja in der Kompetenz, verfassungsmäßigen Kompetenz der Kantone liegt. Nämlich die große Hebelwirkung, was den CO2-Ausstoß anbelangt. Wir sprechen hier von 40% CO2-Ausstoß, der aus dem Bau und Betrieb von Gebäuden kommt. 40%. Und das zweite, das finanzielle Anreizsystem des nationalen Programms einerseits und der kantonalen Gebäudeprogramme andererseits. Und ich bin schon der Meinung, dass wir nun diesen Erfolgsweg gehen sollten, denn die Wirkung, meine Damen und Herren, die Wirkung ist wirklich auch beim kantonalen Programm ausgewiesen. Es wurde dann ja jetzt auch noch gesagt, dass das noch mit Wirtschaftsförderung gekoppelt werden könne. Ja gut, dann nehmen wir diese Win-Win-Situation entgegen. Es trifft zu, dass hier auch in diesem Bereich noch ein Punkt gesetzt werden kann. Und nun aber nochmals zu der Frage der Subventionierung. Die Stavico und auch Kantonsrat Lötscher hat noch die Autoindustrie genannt. Und da möchte ich schon zwei, drei Punkte festhalten. Es geht hier nicht um eine Subventionierung, es geht um ein Anreizsystem. Denn was ist Subventionierung? Subventionierung ist nämlich nichts anderes als langfristige Strukturerhaltungs- und Schutzmaßnahmen. Dort haben wir Subventionierung. Und in diesem Programm geht es nicht um die Subventionierung, um eine zeitlich gedeckelte Zeit, wo wir an ein Anreizsystem setzen wollen. Und das ist ganz anders als beispielsweise vielleicht in einer Autoindustrie, die du jetzt angesprochen hast, oder in der Landwirtschaft oder im Naturschutz, wo wir permanent subventionieren. Also es geht nicht um Strukturerhaltungs- oder eben Schutzmaßnahmen. Es geht darum, einem laufenden Anschubprozess nicht mitten in der Aktion die Dynamik wegzunehmen. Das ist ein dynamischer Aufbruch und den wollen wir jetzt fortsetzen. Denn man muss einfach eines wissen, es ist auch klar, dass wir bei Altliegenschaften Nachholbedarf haben. Wir haben nämlich in der Schweiz rund 1,5 Millionen Häuser, die dringend saniert werden sollten, um dieser Strategie des Bundes und den Zielen gerecht zu werden. Da haben wir einen großen Nachholbedarf, wenn man davon ausgeht, dass etwa 1,5% pro Jahr saniert wird. Das ist viel zu wenig. Also offenbar ist das noch nicht so ganz im Bewusstsein der Gesellschaft. Mitnahmeeffekt, ja gut, ich gebe offen zu, der Mitnahmeeffekt, der spielt immer irgendwo eine Rolle. Den können wir nicht mathematisch abgrenzen. Aber wir haben bei den ersten 4 und den zusätzlichen 2 Millionen aufgrund einer Rückfrage, die wir gemacht haben, das war nicht eine wissenschaftliche Abklärung, immerhin gesehen, dass der Mitnahmeeffekt nicht der einzige Punkt war. Im Gegenteil, die meisten haben hier anders reagiert. Und deshalb möchte ich da auch warnen, einfach vom Mitnahmeeffekt so zu sprechen und dies zu behaupten. Die Steuerabzüge waren heute jetzt kein Thema mehr, aber ich möchte es nochmals erwähnt haben. Dieser Vorteil ist vom Bundesgesetzgeber gewollt. Das hat er explizit gesagt. Ich bin jetzt nochmals um die Akten gegangen und ich zitiere den Kommissionsbericht der GUREK, wo explizit heißt, steuerliche Anreize im Gebäudebereich sollen die Maßnahmen wirksam verstärken. Das ist ein politischer Wille, der zum Ausdruck gebracht worden ist und auch adressiert wurde an die Kantone. Ich komme zum Schlussappell, möchte ich fast sagen. Nun, die Energie
Und Umweltprobleme, meine Damen und Herren, die werden uns in den kommenden Jahren beschäftigen. Das sind Schlüsselprobleme. Sie betreffen uns alle. Wir können uns nicht einfach entziehen. Wir können auch nicht einfach mit taktischen Finessen spielen oder auf Zeit spielen. Das geht nicht. Die Folgen von Untätigkeit werden uns schnell einholen, als uns beliebt ist. Deshalb bitte ich Sie, stimmen Sie dieser Vorlage bzw. diesen 10 Millionen zu. Wir können nachher Schluss machen, habe kein Problem, aber diese 10 Millionen, stimmen Sie denen zu, geben Sie den Weg frei, um, ich möchte sagen, mit vergleichsweise geringen Mitteln eine hohe Wirkung, eine nachhaltige, ich betone nachhaltige Wirkung zu erzielen. Wenn Sie dies nicht täten, wäre der Kanton Zug der einzige Kanton, der sich zum heutigen Zeitpunkt von einem Programm verabschieden würde. Besten Dank. Also Sie sind schon ein schlauer Fuchs. Sie haben mich jetzt überlistet und das Eintrittsvotum doch noch einmal gehalten. Aber ich gratuliere Ihnen, das letzte Mal bin ich nicht dabei. Also wir kommen zur Abstimmung. Erstens der Antrag der Regierung. Ich bitte die Stimmenzählenden. Erstens mehr Antrag der Regierung. Folglich entfiele das Absatzzeichen, sieht das der Präsident der Stamiko auch so. Ich gebe zuerst dem Präsidenten der Kommission, falls er es wünscht, das Wort. Nein, er wünscht es nicht. Dann den Stamiko-Präsidenten. Bitte, Dr. Gregor. Ja, meine Damen und Herren, Sie müssen diesen Paragraphen 3 im Kontext mit Paragraph 6 neu sehen. Wir haben in Paragraph 3, 4 und 5 die Maßnahmen aufgelistet, die gefördert werden sollen. Die Staatswirtschaftskommission will, dass für alle drei Bereiche die Bundes- und die Gemeindebeiträge auf den kantonalen Beitrag angerechnet werden. Wir haben das darum neu in Paragraph 6 neu entsprechend umschrieben. In der Vorlage der Regierung war das nur in Paragraph 3 erwähnt, in der Vorlage der Kommission wurde das für 4 und 5 in einem Absatz 3 zu Paragraph 6 nachgebessert und wir haben dann versucht, da Ordnung zu schaffen und das klar zu regeln. Einziger Unterschied zum Antrag der Kommission ist, dass sie in Absatz 3 von Paragraph 6 eine Kann-Formulierung eingebracht hat und wir sind der Meinung, dass diese Kann-Formulierung in eine Muss-Formulierung umgewandelt werden soll. Ich beantrage Ihnen im Namen der Staatswirtschaftskommission,
der neuen Formulierung von Paragraph 3 und dann auch von 6 neu zuzustimmen. Danke. Gut. Die Anträge werden auch von der Regierung so akzeptiert. Gibt es Wortmeldungen? Denn die ist nicht so. So fahren wir in der Beratung weiter. Wir kommen zu Paragraph 4. Dann zu Paragraph 5, Absatz 1, 2. Gleich auch unter Antrag der Kommission und Stabilo, der zweite Halbsatz von Paragraph 5 Absatz 2 mit dem Wortlaut und außerhalb des bestehenden Erdgasnetzes liegen, sei zu streichen. Auch gut, die Regierung akzeptierte, auch keine Abstimmung hier, wenn keine weiteren Wortmeldungen sind. Somit kommen wir zum Paragraphen 6. Wir kommen jetzt noch zuerst zum Antrag von Stadtlin 5 bis. Kantonsrat Daniel Stadtlin hat am 8. Dezember 2011 schriftlich beantragt, es sei nach dem Paragraphen 5 ein zusätzlicher Paragraph einzufügen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit in der Debatte nennen wir diese Bestimmung neue Paragraph 5 bis. Wenn der Antragsteller durchdringt, wird der Landschreiber eine neue Nummerierung der Bestimmungen vornehmen. Darf ich bitten, den Kantonsrat Daniel Stadling seinen Antrag vorzutragen und zu begründen? Sehr geehrte Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, ich stelle den Antrag, unter Maßnahmen neue Paragraph 5 bis anzufügen mit folgendem Wortlaut. D. Steuerungstechnik. Wer die Steuerungstechnik seines Gebäudes insgesamt überprüft und danach energieeffiziente Verbesserungen installiert, die den Energiebedarf gegenüber unveränderter Anwendung um mindestens 25% senkt, hat Anspruch auf einen kantonalen Förderungsbeitrag von 20% der Planungs-, Beschaffungs- und Installationskosten bis zum maximalen Betrag von Franken 80.000 pro Gebäude. Begründung: Verbesserungen bei der Steuerungstechnik in Gebäuden leisten einen großen Beitrag zur Verringerung des Energiebedarfs. Sie sind ein bedeutender Faktor beim Energieverbrauch, wie auch im Bericht und Antrag des Regierungsrates vermerkt wird. Aus diesem Grund wurden wohl solche Energiesparmaßnahmen bis anhin auch gefördert. Dass sie in KRD Energiefreiträge 2 jedoch nicht mehr aufgeführt werden, ist daher unverständlich. Die alleinige Tatsache, dass von dieser Förderung in der Vergangenheit wenig Gebrauch gemacht wurde, schließt nicht aus, dass in Zukunft solche Maßnahmen öfters nachgefragt werden. Solange also in der Steuerungstechnik ein großes Potenzial zur Senkung des Energiebedarfs vorhanden ist, sollten die entsprechenden Maßnahmen auch weiterhin gefördert werden. Vielen Dank. Ich gebe nun zuerst dem Kommissionspräsidenten Moritz Schmidt das Wort. Geschätzte Anwesende, der Antrag von Daniel Stadlin haben wir bei Energie 1, Energiebeiträge 1 behandelt, diskutiert und sind an der Kommissionssitzung klar übereingekommen, dass mangels Nachfrage von Steuertechnik dieser Artikel gestrichen wird. Darum möchte ich beliebt machen, den Antrag von Daniel Stadlin abzulehnen. Danke. Gregor Kuppe wünscht das Wort auch nicht. Gibt es Fraktionssprechende? Einzelsprechende? Der Baudirektor? Dem ist nicht so. So stimmen wir ab.
Wir kommen also zur Abstimmung im ersten, mehr Zustimmung, Antrag Stadling. Und das zweite mehr, das sind dann Gegenstimmen. Also wir können nicht etwas gegenüberstellen, sondern wir stimmen nur Ja oder Nein zu diesem Antrag. Erstes mehr, Zustimmung zum Antrag Stadling. Gegenstimmen? Anzupassen, nämlich erstens der Antrag der Kommission betreffend einen neuen Absatz 3 und der Antrag der Staatswirtschaftskommission betreffend einen neuen Paragraphen 6, wie es Gregor Kuper erklärt hat, wobei die Nummerierung der nachfolgenden Paragraphen sich um eine Zahl nach hinten verschiebt. Der Landschreiber wird dann gegebenenfalls diese Nummerierung vornehmen. Wir gehen wie folgt vor. Wir stellen zunächst den Vorschlag der Kommission, neuer Absatz 3 von Paragraph 6, den Vorschlag der Stabilko, ganzer Paragraph 6 gegenüber. Aber ich frage Sie an, ob es zuerst noch Wortmeldungen gibt. Herr Präsident, Stabilko, Regierung. Regierung unterstützt den Antrag Stabilko. Gut. Der Antrag der Regierung zum Paragraph 6 mit nur zwei Paragraphen stellen wir dann dem obsiegenden Antrag aus der ersten Abstimmung gegenüber. Wir kommen zur ersten Abstimmung. Das ist der Antrag der Kommission, neuer Absatz, und im zweiten mehr der Antrag der Stabilcode. Also erstes mehr Antrag Kommission, neuer Absatz 3. Von Paragraph 6. Antrag Kommission jetzt. Antrag der Staatswirtschaftskommission gegenüber, neuer Paragraph 6. Zweites mehr, Antrag Stabilko jetzt. Sie haben mit 15 zu 55 Stimmen für den Antrag der Staatswirtschaftskommission gestimmt. Somit kommen wir jetzt zur zweiten Abstimmung, und dort ist im ersten mehr der Antrag der Regierung, Paragraph 6, nur zwei Paragraphen, und dann im zweiten mehr der obsiegende Antrag, also der Antrag der Stabilko. Erstes mehr Antrag Regierung.
Dann gibt es keine Abstimmung. Sie sind damit einverstanden. Entschuldigung, Stimmenzähler der Regierung ist einverstanden. Somit ist dieser Paragraph erledigt. Somit ist auch mein Bündnis fertig. Wir sind bei Paragraph 7, Vollzug, Paragraph 8. Ich gebe Kantonsrat Schmidt das Wort. Bitte.